Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute eine No-Bake-Torte und zwar machen wir eine ganz leckere No-Bake-Obsttorte mit ganz, ganz, ganz viel Obst und ohne Backen. Viel Spaß! Dafür braucht ihr 400 Gramm Löffel Biskuit, 200 Milliliter Multivitaminsaft, Erdbeeren, Mandarinen, Weintrauben, Bananen, Nektarinen und Kiwi, dann noch 750 Gramm Magerquark, 200 Milliliter Schmand, 80 Gramm Zucker, 200 Milliliter Sahne, ein Päckchen Sahnesteif und zwei Päckchen Tortenguss. Los geht's. Als erstes müssen wir den Quark mit dem Schmand und dem Zucker verrühren. Während der Quark rührt, müsst ihr die Sahne steif schlagen und dazu nimmt ihr auch noch ein Päckchen Sahne steif. Die kommt dann mit in die Quarkmasse und wird ebenfalls nochmal mit untergerührt. Dann ist unsere Creme auch schon fertig. Jetzt braucht ihr einen Backrahmen, den legt ihr auf eine Platte, unten drunter ein Backpapier und dann geht es auch schon an die Löffelbiskuits. Die werden kurz in den Multivitaminsaft, ihr könnt aber auch Orangensaft nehmen, getaucht und dann einfach auf dem Boden verteilt. Da kommt dann die Hälfte der Creme drauf, schön gleichmäßig verstreichen. Und auf die Creme kommen dann die nächsten Löffel Biskuits drauf. Die müsst ihr ebenfalls auch in den Multivitaminsaft tauchen. Darauf kommt jetzt die restliche Creme, schön verstreichen. Und dann darf das Ganze so gute 3-4 Stunden im Kühlschrank wieder fest werden. Also das Tolle an dem Kuchen ist, ihr braucht wirklich keine Gelatine. Das wird bombenfest. Dann geht's weiter mit dem Obst. Im Grunde genommen könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt, aber ich hatte hier jetzt Mandarinen, Nektarinen, Kiwi, Banane, natürlich alles schälen, also was zu schälen ist, waschen und dann zurechtschneiden, so wie ihr es halt eben haben wollt. Dann wird das Ganze kunterbunt auf der Torte verteilt. So sah es dann bei mir aus. Ich habe hier jetzt einen Tortenguss-Spray, rate ich ab, denn der Tortenguss ist wichtig, damit das Obst dann später beim Schneiden nicht runterfällt. Aber ich habe doch tatsächlich vergessen, Tortenguss zu kaufen. Also habe ich es eben mit meinem Tortenspray gemacht, damit das Ganze etwas glänzt und schöner ausschaut. Also nimm bitte, bitte einen Tortenguss und den macht er halt so, wie es auf der Packungsanleitung steht. Hier sieht das, da fällt leider das Obst runter. Aber man legt es einfach wieder drauf und es hat so toll ausgeschaut. Schaut euch das mal an, das sieht doch so genial aus, oder? Und der ist auch richtig, richtig lecker, genau richtig für die Jahreszeit. Ja, das war jetzt das Rezept meiner No-Bake-Obsttorte. Ihr habt gesehen, es geht mega einfach, mega schnell und die ist wirklich richtig, richtig lecker. Gerade jetzt, wo es so warm ist, eigentlich perfekt dafür geeignet. Ja, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.